Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Ich muss mich für eine Sache entschuldigen. Folge 7, 8 und 9 werden jetzt in einem kleinen Wiederholungsvideo aufgegriffen, da ich versucht habe, mit einem neuen Aufnahmeprogramm aufzunehmen. Für mich, also für mich, ein neues Aufnahmeprogramm zu nehmen und nicht mehr mein altes. Und es hat super funktioniert, die Datei ist für den Arsch. Ich habe es gerade überhaupt probiert, das in einem anderen Format und so weiter, etc. zu machen, das hat nicht funktioniert. Die Datei ist am ruckeln wie Scheiße. Heißt, ich werde jetzt für euch den ganzen Weg, den ich jetzt gelaufen bin, in der einen Stunde, die ich aufgenommen habe, werde ich nochmal laufen. Und wie fehlt mir gerade hier einer? Da ist der tot. Hä? Wir waren immer zwei. Die habt ihr auch letztes Mal noch gesehen. Ja, jetzt auch schon eine Session, also die ich ja halt auch hochgeladen habe. Egal, soll mir egal sein. Auf jeden Fall. Ist nicht viel passiert. Ich kann sagen, ich bin nur einmal gestorben. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten interessiert. Hau zu. So. So, ich habe versucht, hier weiterzulaufen. So. Ach, da ist der andere. Nee, doch, egal. Ja, ich bin hier weitergelaufen. Bin halt den normalen Weg erstmal weitergelaufen, bin hier runtergegangen, hab erstmal die Gegner getötet. Ist ja logisch. Dass das. Dass das in Dark Souls vorkommt. Hat auch keiner erwartet, glaube ich. Da ist jetzt ich gemacht, ich habe natürlich nochmal aufgelevelt. Ich habe gerade auch nochmal, weil ich das gerade schon mal aufgenommen habe und wieder nicht geklappt hat. Und dann ruckeln war die Scheiße. Habe ich das schon mal gemacht. Heißt, ich habe gerade nochmal mehr Seelen gehabt, jetzt gerade. Hab schon mal aufgelevelt und habe mein Schwert um 1 verbessert. Das habe ich gerade noch gemacht. Das habe ich jetzt packe ich jetzt einfach so dazu, was ich jetzt zwischendurch gemacht habe. Das war das Einzige. So. Was ich doch gemacht habe. Ich habe jetzt hier weitergearbeitet. In dem, also weitergearbeitet. Oh, feuriger Edelstein. Das ist für später wichtig, dass man die Waffe verbessern kann. So, dann habe ich es mal. Den muss man immer ausweichen, jetzt hat die Bock. Aber ich habe jetzt extra von treffen lassen, weil er mit Essos Glas. So, jetzt kommt die Alte mal hierher. Mach mal deinen Fluch da, bitte. Ja, sehr schön, danke schön. Jetzt gleich. Sorry. Sorry, spezielle Fähigkeit meines Schwertes nämlich zum Einsatz. Dass ich nämlich nach 4 Schlägen einen Kriegs lande. Ich den Schwert sehr geil finde. So. Oh. Ich wusste, dass da einer steht. Ich hab's vergessen. Also ich wusste, ich weiß jetzt mal, dass einer steht. Oh, hab ich mich jetzt erschreckt. Was ich mich auch nicht mehr, aber was ich aktivieren muss, ist die Glut. Das mache ich aber gleich wieder, sofern ich am Leuchtfeuer bin. Also ich will die alten Schalen wieder herstellen. So, was ich dann gemacht habe. Ich habe halt hier die Gegner getötet. Hier sind noch mehr. Danke schön, dass du vor reingelaufen bist. So, ich hätte jetzt da lang gehen können. Wenn ich da lang gehe, gehe ich da unten über die Brücke und komme über einen Shortcut zu dem nächsten Leuchtfeuer. Also nicht zum nächsten Leuchtfeuer, sondern zwischen zwei Orten, wo ich erstmal nur weiterkomme, wenn ich das auch schaffe. Ich an diesen zwei Bastarden hier nicht sterbe, so. Auch geschafft. Ich könnte schon wieder ein Level aufsteigen, ne? Fast. Das ist krass. Wenn ich gleich wieder unten ankomme, kann ich wieder ein Level aufsteigen. So, merke, bin ich hier rumgegangen, habe ich mir den normalen Weg gegangen, aber ich den Weg auch noch kannte. Also bis zum nächsten Leuchtfeuer kannte ich jetzt auch noch alles hier. Das nächste Leuchtfeuer ist aber gar nicht so weit entfernt. Dann gab es eine neue Gegnerart, die nehme ich hier. Zack. Und die kleinen Viecher halt. Und diese Viecher, die ich, dass ich gerade getötet habe, kannst du nur töten durch einen Crit, also dort in einem Schlag. Das geht zumindest am schnellsten. Da kommt wieder so ein Typ hier mit den roten Augen.
Fang ich mal an, ihr seht, dass das Schwert schon deutlich stärker ist als vorher. Zack. Zack. Dann bin ich hier runtergegangen. Dann habe ich erstmal die beiden angelockt hier. Da kommt der nächste Fluch angeflogen. So, die beiden weggemacht. Den Fluch abgewartet hier. Bin dann hier runter. Hab den da ausbrechen lassen. Über den nächsten Fluch weggelaufen wieder hier, wie ich es gerade mache. Ich mache es eigentlich gerade perfekt, wie ich es gemacht habe. Und geh hier rein. Und sterbe erstmal. Ich fick bei so einem Stadtson. Habe ich hier gewartet. Bin dann rausgesprintet an dem Typ mit dem Hammer vorbei. Damit ich ihm zumindest mal vorkomme, weil die Tante kann ich da oben nicht töten. Also sie geht mir weiter, halt weiter auf den Sack da oben. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf gehabt. Oh. Hit, lass mich in Ruhe. So, bin ich hier runtergekommen und dann ist einer hier in die Welt gekommen. Also er hat mich invaded hier. Also er hat zumindest versucht, mich zu invaden. Ich bin dann vorher vor das Leuchtfeuer gesprintet, dann war der weg und der kam wieder. So, habe ich mich hier hingesetzt, habe ihn dann bekämpft, habe auch gewonnen, habe mich direkt wieder hingesetzt. Konnte habe dann die Regel ausgenutzt, zweimal hintereinander hinsetzt, funktioniert. So, ihr sehen könnt, ist da schon mal was offen. Das werde ich euch gleich zeigen, wofür das Ding hier ist. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, ist ein Shortcut. Kann ich sagen, ist ein Shortcut, den ich auch verwenden werde. Weil ich nämlich gleich was zeigen muss. So, jetzt kommst du mal her. Die Taktik ist auch geil. Gut zu wissen. Wenn du den besiegst, dann seht ihr schon diese Pfeile hier, ne? Und ihr erinnert euch doch an den Typen, der da oben auf dem Turm schon Pfeile schießt, ne? Das ist der Wichser. Der schießt hier runter. Und das nicht gerade mit wenig Kraft. Das werdet ihr nämlich jetzt sofort sehen, was ich damit meine. 3, 2, 1. Oh, predicted sogar. So. Nächster Schuss kann ich auch genau hier hin. Systemtrupp hier anlocken. Nicht ganz gut. Das heißt nämlich laufen. Oh, da wurde nämlich schon einer aufgespießt. Boah, aua. Das ist nämlich genau das. Oh, die beiden kommen durch. Nee, dann. Eigentlich habe ich immer durch den da killen lassen, aber okay. Hey, kommt noch eine Fraktion. Du bist echt der nächste Pfeiler. Es ist wie Artilleriefeuer hier. Kann ich wieder auf unser Podcast auch verweisen? Kann ich schon mal machen, dass wir ein bisschen Werbung machen, der wird nicht wieder irgendwann rauskommen. Also mit Artillerie was zu tun hatten. Ihr werdet schon verstehen, was ich meine, dann, wenn ihr den hören solltet. So, muss ich den erstmal töten? Den zu Ost. War der auch tot? Dann bin ich schon fast am Ende eigentlich schon angekommen. Hier oben war noch ein Item, was ich mir geholt habe. Dann schießt er hier nämlich weiter. Der Idiot. Die reiten. So. Hier sieht er eigentlich ganz freundlich aus, ne? So halbwegs, wenn wir am offen würde zu schießen. So, die Sache ist, hier ist nämlich ein Boss drin. Den könnt ihr von hier aus sehen, der da hinten da. Könnt ihr zwar schlecht sehen, aber ihr seht, was ich, da hinten bewegt sich was. Also da, ich kann noch gerne einen Pfeil da drauf zeigen, wenn ihr wollt. Da bewegt sich was. Das Viech habe ich beim ersten Versuch getötet. Ich hatte beim ersten Versuch Hilfe. Ich hatte das Ding fast tot. Also, er hat die Hilfe fast getötet. Also, ich habe nichts gemacht. Ich glaube, ich habe schon geholfen. Ich muss erstmal rausfinden, wie man den töten kann. Bin dann ganz am Ende, weil ich allein auf mich gestellt habe. Es war kackt, bin gestorben. Heißt, aber mein 8er Tod. Merken, ich habe jetzt 8 Tode. Ich will euch ja nichts vorenthalten. Ich könnte jetzt sagen, ich habe ja noch 7. Ne, ich habe 8 Tode. Ich werde mir das zu Herzen nehmen. Ich werde immer offiziell sagen, wie viele Tode ich habe. Das werde ich für jede Aufnahme sagen. Hast du die fette Kuh gar nicht bei denen dabei? Sehr geil, mich hier hochgelaufen. Und da oben ist nämlich hier, da ist die Brücke, die ihr gerade von da oben gesehen habt. Das ist der eine Shortcut gewesen, den zweiten Weg. Aua. Ich
Dinger, ich höre mich gerade ja sehr klug an. Ich will zu viel Assistance aufballert. Naja, egal. Die Geist, die gerade hochstapft, dann kann ich die schon von hinten holen. Da ist auch ein Hund, den ich gleich baiten werde. Hallo. Ich bin gerade so schlecht am Baiten, ne? Ich bin gerade so schlecht am Töten. So, lalalala, gehen wir hier rüber. Ich denke, es wird ein kurzes, es wird ein 15 bis 20 Minuten Video werden, kann ich jetzt schon mal sagen. Auch wenn ich das nach 10 Minuten sage. Ja, komm mal drauf. So, dann gibt es wieder zwei Wege hier. Ich werde nochmal einen baiten vorher hier. Das ist nämlich ein Hund, der hier von rechts im Eck steht. Hallihallo und Freude, Friede, Eierkuchen. Friede, Freude, Eierkuchen. Dann zu sich treten, wegschlitzen, gut ist. Da muss ich hier nämlich ein bisschen baiten. Das ist gut, der kommt diesmal alleine. Muss die beiden nämlich zeitgleich baiten. Bitte fall runter. So, mein Handy. Das hast du überlebt, das ist nur aus dem Motor gefallen. Das funktioniert nicht. Versucht den gerade so wenig wie möglich im Nahkampf zu machen. Also so. Okay, die Taktik funktioniert. Ah, siehst du? Ah, der Striker hat auch was gelernt. Ich kann schon wieder 7000 Gold sehen. Ich kann schon wieder ein Level aufsteigen. Werde ich gleich auch noch machen. Wahrscheinlich werde ich auch leicht dabei sein. Den da hinten werde ich nicht baiten. Oben war noch ein Item, was ich hatte. Bin ich nämlich hier rüber gelatscht. Hier rüber. Ihr seht hier oben, da oben steht der Motherfucker mit seinem scheiß Bogen. Der Motherfucker. Das hier unten ein NPC mit einer Lampe. Habe ich ihn angesprochen. Er meinte, ja, du bist ja auch einer der Unentfachten, die auferstanden sind, um bla 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 Respekt zu kriegen. Die sind, man fühlt sich groß, die fühlen sich halt immer groß, sind halt stark angeblich. Er meinte nur so, ich soll mich jetzt selbst wieder in mein Grab legen und das den großen Jungs überlassen. Und wenn ich in diese Kirche gehen würde, würde der Tod auf mich warten. You like poking around in cells, do you? How very genteel. Ja, nee, das ist nicht freundlich. Bin ich hier reingegangen, war, sitzt da jemand. Die düst du, da komme ich nicht rein. Letztlich nicht von dieser Seite öffnen. Heißt, ich werde da irgendwann rumkommen. Wahrscheinlich, wenn ich da oben drin war oder so. Ich weiß es nicht. Bin ich hier reingegangen. So, dann habe ich den Typen getroffen. Und da seht ihr einen Fahrstuhl. Er hat mir gesagt, dass der Fahrstuhl nur nach unten fährt. Und er eine Überlegung hat, wie er da hochkommt. Anscheinend kannst du ja wahrscheinlich drauf treten, fährst nach oben. So, der wollte oben mit dem Typen reden, der einen Bogen hat. Die Idee fand ich jetzt nicht ganz so pralle, deswegen bin ich zurückgegangen. Und habe dann den Weg hier rüber gesucht, bin wieder zurückgesprintet, zurückgelaufen, besser gesagt. Und habe da unten den Weg genommen, wo ich den Hund gerade getötet habe. Bin ich dann wieder hingegangen, natürlich da erstmal da rübergelaufen. Das ist ein bisschen dauert hier bei Dark Souls, weiß man ja. Bin dann hier runter. Hier ist nämlich eine Leiter, bin ich nämlich runter. Ne, easy going, Leiter runter, easy. Dann kam mir nicht eine Rattenfamilie entgegen. Die natürlich normalerweise kein Problem ist. Block einmal drauf vor und tot. Lalalala. Hier war noch eine zu Tür, wo ich nicht durchkomme. Da werde ich wahrscheinlich einen Shortcut auch haben. Das hat sogar besser funktioniert, als ich dachte. So, gehen wir nämlich hier hoch.
gehen wir hier hoch. So, sind wir hier am Shortcut, gehen durch den Türgang, über die Brücke, zurück ins Leuchtfeuer. So, ins Leuchtfeuer. So, da ich das jetzt geschafft habe, werde ich mich jetzt zurück zum Feuerbandschrein teleportieren. Und werde dort mal kurz meine E-Mail checken. Achso, okay, interessiert kein Schwein. Dunkeldrift, das ist auch wieder so ein verfluchtes Schwert. Oh. Okay. Such die Tante, da ist die Tante. Ja, werden wir einmal aufsteigen. Machen wir es einmal kurz so, während ihr dabei seid. Und werde die Kondition nochmal hochballern, wenn ich das brauche. So. Und das war's dann. Dann werde ich noch die Glut aktivieren. Da war noch was. Ich wollte nämlich Glut. Wo ist die Glut da? Dass ich mein Leben habe. Und dann werde ich sagen, ich würde mich von hier aus verabschieden. Jetzt habt ihr kurz einen Einblick gesehen, was in Folge 7, 8 und 9 passiert wäre. Das mache ich jetzt als eine Folge zusammen. Heißt, es wird das Folge 7 bis 9 sein. Und werde dann ab Folge 10 weitermachen, wo ich dann aufgehört habe. Und dann werden wir uns dann überlegen, oder werde ich mir überlegen, wie ich dann weitergehe. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Es tut mir wirklich leid, dass die Aufnahme kaputt gegangen ist und dass das nicht ganz so funktioniert hat. Ich werde jetzt wieder mein alten Aufnahmeprogramm wechseln, was ich jetzt gerade benutze. Und hoffe, das funktioniert dann auch alles so. Und dann sage ich nur, ich wünsche dir einen schönen Tag, Abend, Morgen, was weiß ich, was noch kommt. Und sage nur, haut da rein, euer Striker. Ciao.